Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play The Inner World. Das wäre jetzt die 18. Folge, glaube ich. Ich befinde mich hier jetzt gerade in einer neuen Aufnahme. Ich habe gemerkt, Folge 17, gerade nichts mehr im Ordner, muss ich mal wieder aufnehmen oder möchte ich mal wieder aufnehmen, weil ich das Spiel ja auch weiter zocken möchte. Ja, ich nehme nicht immer aktuell auf, also nicht immer eine Folge hochgeladen und aufgenommen, sondern meistens so, dass ich jetzt nehme ich glaube ich 3-4 auf und dann zocke ich was anderes. Und zwar zocke ich zurzeit Drakensang. Das ist aber jetzt fürs Let's Play nicht so geeignet, weil ich da mittendrin bin und mittendrin anzufangen wäre Quatsch. Also ich find's nicht sinnvoll. Vielleicht werde ich es irgendwann mal anzocken mit einem neuen Account. So, klicken wir mal auf Spielen und dann hier auf unseren Wurzelwaldrand-Ort. Los geht's. Ja. Hallo? Ja, das sind wir. So, gut. Dann, wir spielen immer noch die Laura. Nein. Und wir sind jetzt dabei, den Robert zu retten. Und wo waren wir stehen geblieben? Gute Frage. Ein bisschen her. Ich glaube jetzt 4, 5 Tage, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe. Aber ich denke, da findet man sich rein. Das geht ganz schnell. Spätestens in der Folge 19 werdet ihr dann merken, ich habe mich reingefunden. Also von daher. Genau, hier waren die Pfadfinder. Da muss man ja irgendwie. Da muss man ja irgendwie jetzt so Zeug mischen. Kann ich das denn nehmen? Was sollte ich jetzt hineinfüllen? Pudding. Nee, was? Kein Nein. Pudding. Marmelade? Kein Marmelade. Oh, so, kann ich mir das hier mal anschauen? Was schreit denn da die ganze Zeit? Wenn ich es nicht sehen kann, heißt das wohl, dass es sehr klein sein muss. Kann ich da. Wo soll ich denn hingreifen? Ich kann nichts erkennen. Ich könnte allerdings draufhauen. Und wenn es nicht aufhört zu schreien, dann werde ich das auch tun. Guck mal hier irgendwie. Netter Einfall. Aber nett ist nicht gut genug. Okay. Gut, hier vielleicht danach stochern. Langsam ist es Verzweiflung, oder? Ja. Nein. Wir haben gerade erst angefangen. Keine Verzweiflung. Zelt. Auspuff. Das haben wir noch nicht angeguckt. Genau, was ich gedacht habe. Gar nichts. Aha. Sehr interessant. Ich könnte einen Knoten reinmachen. Aber ich bin ja eigentlich gerade dabei, die Maschine wieder in Gang zu bringen. Können wir sonst da noch was? Ich könnte ein. Aber nee. Und hier. Genau, was ich gedacht. Okay. Sie stellt nichts weiter fest. Sehe ich was? Kann ich irgendwas machen hier? Schon. Auslöser. Netter Einfall. Ach, aber ich dachte, nett das steckt nicht die da vielleicht genug rein und das hilft irgendwie. So, also ich kann hier die Maschine. Jetzt zielt sie auf den verrückten Alten im Baumhaus. Darauf stellen, dann kann ich sie Richtung. Jetzt zeigt sie irgendwo in den Wald hinein. Okay. Und dann nochmal zu dem Schnorchel. Jetzt zielt sie auf das komische Vieh am Waldrand. Genau, wie hieß das Ding? Schnorchel? Nee. Schroff, genau. Es war ein Schroff. Sehr giftig und sehr böse. Wobei ich mich frage, wenn die Krallen so scharf sind und er gerade so auf diesem Stein sitzen kann. Es muss schon scheiße sein. So, kann ich hier das nicht in irgendeiner Form nehmen? Das ging nicht mit dem Schilfrohr da rein, das weiß ich noch, aber ich mach's nochmal. Nicht rumblödeln, ich. Ja, ich weiß. Die Welt retten, so kleine Dose, da kann ich wahrscheinlich. Zum Waldrand. Gehen wir nochmal dahin. Schauen nochmal, ob ich nicht vielleicht irgendwas übersehen habe. Das kann nämlich auch immer mal sein, dass ich was übersehe. Aber das kennt ihr ja, wenn ihr zuschaut aus den letzten Folgen oder wenn ihr gerade dabei seid, zuzuschauen. Was ging hier? Aha, Schild, Schild, Schild.
Stelle im Moor. Ja, ich kann die Brille ertasten. Genau. Genau wie der Schroff gesagt hat. Aber... Okay. Können wir vielleicht mit dem Schroff darüber reden? Dass wir die Brille zwar ertasten können. Ich muss dich noch mal was fragen. Muss das sein? Hey, das hier macht mir genauso wenig Spaß. Vielleicht hier. Sicher, dass die Brille bei dem Farnkraut liegt? Das ist kein Farnkraut. Das ist der alte... Ja, okay. Mir reicht, ich gehe jetzt. Ach, Sie kommen wieder. Glauben Sie nicht, dass ich die knister... Wow. Okay, ja. Extrem, diese knisternde Spannung war... Oh mein Gott, überwältigend. Wenn ich... Wow, dann hätte ich einen ganzen... Damit könnte ich eine winzige Pfütze machen. Nein, ernsthaft. Was soll das bringen? Soll ich es umrühren? Ja, rühre es um. Ich dachte eigentlich, man könnte vielleicht... Da können wir nicht hin. Können wir den vielleicht bisacken? Ist das etwa ein Schilfrohr? Oh mein Gott! Gehen Sie weg damit! Du hast Angst vor einem Schilfrohr? Das ist nicht lustig! So haben wir Johnny verloren. Was? Nichts weiter? Ernsthaft, das war's jetzt. Darüber kann man ich mit dem... Ich muss dich nochmal was... Hey! Nee, schade, okay. Mir reicht. Wow. Ja. Schnell weggeklickt damit. So, Ich geh hier nochmal hin. Nochmal schauen überall. Zum Baumhaus. Gehen wir nochmal da hoch. Vielleicht kann man mit dem Schilfrohr nach dem Ding tasten. Nach diesem Beutel, den der dieser Pfadfinder, dieser Wissenschaftler da um sich trägt. Können wir vielleicht hier, genau. Netter Einfall. Aber nett ist nicht gut genug. Hallo, ich würde hier gerne... Keine gute Idee. Und die Mütze? Ernsthaft? Was ist denn, wenn... Robert, wenn du mich hören kannst, gib... Okay, wie ist denn das geheime Zeichen? Yay. Junge, wenn ich jemanden zum Reden haben wollte, hätte ich mir einen Papageien gefangen. Laura, ja. Tu was. Es tut mir leid, ich dachte eigentlich, das Seil reißt. Und dann was? Ich wäre einfach runtergefallen. Ja, aber du wärst doch in dem weichen Sumpf gelandet. Stimmt. Hat das kurz geleckt? Der hat eine coole Armbrust. Hast du keinen Respekt vor einem Windbrunnenwächter? Bestimmt. Gut, gehen wir mal runter. Nee, ich... Hochklettern zum Waldrand. Los, schnell. Da dürfte irgendwo ein Haken sein. Wenn wir jetzt den Haken am Schilfrohr befestigen, wenn das geht, das wäre geil, dann könnten wir mit diesem, ja, mit dieser Harpune quasi, die wir dann haben, genau hier der Haken, den nehmen wir uns mal, dann können wir jetzt eine Harpune basteln. Yay! Und vielleicht die Brille holen. Genau. Gut. Schilfrohr mit Haken. So. Dann wühlen wir mal da. Ha, hab ich dich. Wow. Gut, wir haben eine Brille. Da hat jemand offenbar zwei dicke Lupen zusammengeschraubt. Bestimmt. Sieht so aus. Okay, können wir damit noch irgendwas machen? Nee. Okay. Können wir den Schroff vielleicht damit angeln? Das wäre lustig. Brauchen Sie das noch? Kann sein. Dann würde ich das lassen. Okay, dann nicht. Was war denn noch in dem Moor? War da noch was drin? Hey, ich versuch's einfach mal, okay?
Was soll das Brickzeug? Okay, nichts. Na dann, gehen wir mal. Gehen wir mal hier hoch. Wie ein Assassine bei Assassin's Creed. Jump, jump, jump und oben. Ja, so, jetzt mal da. Jetzt hoffe ich, dass wir hier vielleicht an den Beutel kommen. Gutes Beispiel von bringt nichts. Nicht? Okay. Dann auch nicht an die Mütze wahrscheinlich. Nicht rumblödeln. Ja, gut. Zum Waldrand. Dann... Guck mal da auch nicht hin. Kann man hier irgendwas machen? Vielleicht da. Netter Einfall. Und hier mit dem Baum noch was machen? Um dort hochzukommen, bräuchte ich Hilfsmittel. Okay, und das würde heißen? Er steckt zu fest. Gut, um da hochzukommen, Hilfsmittel, das heißt, das bringt jetzt weiter nichts. Wir haben kein Hilfsmittel. Gut, dann gehen wir mal zu den Wissenschaftlern. Und gucken mal, was die so machen, was man so mit hier machen kann halt. Ja. Kann man vielleicht da hiermit nach der schreienden Stelle. Ernsthaft? Bringen? Ja, nee. Gut. Aber das kann sie nicht anziehen. Die vielleicht eine Brille gebraucht. Langsam ist es Verzweiflung. Der Tank ist leer. Ein Rückenkratzer für große Leute. Okay. Guck mal hier. Ich denke, das bringt nichts. Ich brauche keine Brille. Sieht aus, als hätte jemand zwei Lupen zusammengeschraubt. Okay, hier den Haken nochmal angucken. Als ich klein war, wollte ich immer Pirat werden. Oder Rebellin. Oder Köchin. Und das zweite ist es wohl geworden. Falls jemand fragt, wo der Haken ist, ich habe ihn. Ein roter Knopf, verkabelt mit der Maschine. Ich habe irgendwie den inneren Drang, drauf zu drücken. Nur um zu sehen, was passiert. Reden wir nochmal hier mit denen, vielleicht. Hey, ihr habt doch sowieso nichts zu tun. Ich muss euch nochmal was fragen. Nee, sieht nicht so aus. Alles angegraut. Da geht ihr vermisst also einen Kollegen. Ja, sein Name war Simon. Ist. Nun ja. Noch. Alles bleibt wie auch. Er war. Kann ich den? Simon. Interessant. Ja, Okay, Entschuldigung, dass ich das so weggeklickt habe, aber das kennen wir alles schon. Bevor ich es vergesse, wenn Sie die Betten machen, könnten Sie dann vielleicht... Oh ja. Vielleicht lege ich auch einfach eine tote Wollmaus. Ich liebe Wollmaus. Ja, bestimmt. So. Ich muss schauen. Keine gute Idee. Keine gute Idee, schade. Schade, dass man nicht hier in das Zelt kann. Ein Zelt? Diese Weicheier. Sie hat mal in einem Erdloch geschlafen und es hat geregnet. Nein, das... Gehen wir nochmal zurück zum Waldrand. Gut. Na gut, dann würde ich sagen, schauen wir in der nächsten Folge, ob wir da weiterkommen. Und jetzt würde ich sagen, beende ich die Folge. Wir sehen das halt in der nächsten, wie eben schon erwähnt. Und wie immer würde ich mich über einen Kommentar freuen oder über eine Bewertung. Und ja,
So ist das. Und wenn euch die Videos im Allgemeinen gefallen, könnt ihr gern Teil der Wookiee Army werden. Da freue ich mich immer sehr. Wenn ich sehe, oh, da hat mich einer abonniert, dann hoffe ich immer, dass es jemand ist, dem es auch gefällt. Und der sich ab und zu mal dazu, in Anführungsstrichen, nicht falsch verstehen, Geld aufrafft. Oder halt mal macht und mal ein Video guckt. Ja. Gut. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Oder wir hören uns, eher gesagt. Bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen.